bedeutet es denn eigentlich, so eine soziale Marktwirtschaft zu haben? Es bedeutet für den Markt, dass wir einen gut funktionierenden Markt haben, wo wirklich ja Wettbewerb besteht. Das bedeutet auch, dass Menschen sich einbringen können in den Markt, dass sie die Chance haben, am Markt teilzunehmen. Es bedeutet für den Staat, dass er klare Rahmenbedingungen für den Markt setzen muss und gleichzeitig auch eine soziale Absicherung für die Menschen, die es nicht schaffen, aus was für auch Gründen auch immer, ein Netz sozusagen aufspannen zu können. Und es bedeutet für die Person, für den Bürger, für die Bürgerin Eigenverantwortung, Eigeninitiative. Und diese Elemente existieren heute so in Deutschland nicht mehr. Wir sind, wie gesagt, zu einem der ungleichsten Länder geworden, gerade was die Einkommen und Vermögen anbetrifft. Und den Widerstand oder den Widerspruch, den ich dazu ernte, häufig heißt, ja, aber Deutschland hat doch einen extrem großen Sozialstaat. Deutschland verteilt fast jeden zweiten Euro um durch den Staat. Wieso soll das nicht funktionieren? Und hier ist der wichtige Punkt. Soziale Marktwirtschaft heißt nicht, dass wir einen großen Sozialstaat haben. Ganz im Gegenteil, man kann fragen, ist nicht ein großer Sozialstaat nicht auch eine Indikation dafür, dass eine Sozialmarktwirtschaft nicht funktioniert? Denn wenn Menschen die Chance haben, eine gute Ausbildung, eine gute Bildung zu bekommen, ihre Talente, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, am Markt überhaupt teilnehmen zu können, dann sind sie auf die sozialen Sicherungssysteme auch meistens nicht angewiesen. Deshalb ist es durchaus der Fall, dass ein großer Sozialstaat sogar darauf hindeutet, dass eine Sozialmarktwirtschaft nicht funktioniert, weil immer mehr Menschen auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, beispielsweise in Ostdeutschland, hängen 40% der Haushalte, erzielen 50%, die Hälfte oder mehr ihrer Einkommen durch staatliche Leistungen. Also die Abhängigkeit vom Staat hat in den letzten vier Jahrzehnten massiv zugenommen. Jetzt die Frage, wie ist denn die Verteilung und wie wirkt sich das wirtschaftlich aus? Deutschland ist ein Land, in dem die Ungleichheit bei Einkommen, Vermögen und Chancen eines der ungleichsten Länder ist in der industrialisierten Welt. Wir sehen es bei den Vermögen. Deutschland hat die höchste Vermögensungleichheit in allen Eurozonenländern. Klar, die USA liegt etwas drüber in Großbritannien. Aber das Problem in Deutschland ist nicht, dass die oberen 20% sehr viel haben, knapp 80% der gesamten privaten Vermögens haben, sondern das Problem in Deutschland liegt daran, dass die unteren 40% der Deutschen praktisch überhaupt kein privates Nettovermögen haben. 40% der Deutschen haben nichts, worauf sie sich verlassen können, um Bildung der Kinder zu finanzieren, private Ausgaben für Bildung der Kinder, für Gesundheit oder eben für die Altersvorsorge. Das Problem der Renten in Deutschland hängt ganz zentral damit zusammen, dass viele Menschen im Alter letztlich nichts haben, kein Vermögen, nichts Erspartes haben, worauf sie zurückgreifen können. Und das kann eine Rentenquote von 48 oder 55 oder von 43% sein. Es macht keinen Unterschied, wenn Menschen letztlich nichts haben, worauf sie zurückfallen können.